wenn mir einen Kassettenrekorder kauft, würde ich lieber 10-mal ins Kino gehen. Du bist ja nur neidisch. Oder 20-mal ins Olympiabad. Oder 100 Eis. Oder 500 Kaugummi. Deswegen kriegst du auch nie 50 Mark zusammen. Du hast nie Geld in der Hand, weil du immer sparst. Kaugummi? Nee, danke. Dafür krieg ich auch mehr als du. Omas Liebling. Weil sie weiß, dass ich nicht alles in Bommis anlege. Schau mal da drüben. Geschäftsaufgabe. Da, der für 56. Im Highfield-Discount habe ich einen für 49,50 gesehen. Ja, hier ist aber viel besser, weil er früher 86 Mark gekostet hat. Steht doch dran. Und wenn schon, ich habe aber nur 50. Ich kann ja meine 6 Mark dazulegen, wenn ich manchmal spielen darf. Ich will aber nicht. Doch ein einmaliges Geschäft. Und was ist, wenn hinterher was nicht in Ordnung ist? Dann bringst du ihn zurück. Sehr witzig, wenn er morgen vielleicht schon im Milchladen drin ist. Denn früher gekostet? Ja, der war nicht teurer. Weil Sonderangebot dran steht. Ja, ist es auch. Wir machen zurzeit eine Werbewoche und da verkaufen wir praktisch ein Gerät ohne Gewinnspanne. Eigentlich müsste also teurer sein. Ja, durch nicht so viel erwarten bei einem Gerät für unter 50 Mark. Also die Tonqualität... Die Tonqualität ist natürlich nicht zu vergleichen mit zum Beispiel mit diesem hier. Wenn ich ihn über den Lautsprecher von meinem Kofferradio laufen lasse, das geht doch. Natürlich geht das, wenn dein Radio einen entsprechenden Anschluss hat, ist das schon möglich, ja. Und sonst? Ja, also der Gleichlauf ist auch nicht besonders. Gleichlauf? Weißt du, was das heißt? Wenn ein Band nicht gleichmäßig läuft, dann jault die Musik so, als ob die Instrumente falsch gestimmt wären, verstehst du? Habe ich nicht gehört. Ja, so einfach ist das auch nicht zu hören. Wenn man es nicht hört, ist es doch egal, oder? Ja, ich sage ja nur, wenn zum Beispiel bei diesem Gerät... Hier, ich nehme den da. Also nimmst du den? Mhm. Ja, das ist also der Vorführapparat. Du bekommst einen anderen original verpackten. Rot oder schwarz? Rot. Nein, doch lieber schwarz. Na also? Schwarz. Schwarz, gut. Das ist dieser hier. Der Garantieschein ist drin. Den musst du gut aufbewahren mit dem Kassenzettel zusammen. Mhm. Der macht also dann 49,50. Heute haben wir den. Wie viel haben wir heute? Weiß ich nicht. Weißt du, ja, sag ich mal. 90. So, dann haben wir das aufgefüllt. Und die zwei bitte. Ah ja, die zwei, dann macht das einfach. Moment mal, das macht dann 55,50. Okay. So, bitte sehr. Das geht dazu. Ach, und Kleiner, hast du das nicht? Nein. Oh, mal schauen. 10, 20. Mhm. Den mit dem Schein. Mhm. Also, auf Wiedersehen. Ja, so, wieder schon. Wir empfangen, nicht? Mhm. Danke. Von meinen Spendern spielen. Komm, nur schon mal funktioniert. Funktioniert schon. Deine blöden Bänder. Hitparade. Dafür haben sie nur 3 Mark pro Stück gekostet. Und dafür spiele ich sie auch nicht. Wo gehst du hin? Claudia anrufen, damit sie mit ein paar von ihren Bändern kommt. Disco Sound. Nee, du legst deine Bänder auf. Ja. 49,50, aber spitze, schwarz mit Radegriff.
Habe ich auch gedacht, aber der Verkäufer, der hat unheimlich Bescheid gewusst. Der hat gesagt, ja genau, der Gleichlauf. Meiner Oma zum Geburtstag. 25 habe ich mir zusammengespart und 5 noch dazu von meinem Vater. Nee, nicht wegen guter Noten, wegen guter Führung. Die Batterien hat es nicht mehr gereicht. Kannst du die aus deinem Rekorder mitbringen? Die passen auch in meinen. Deine Bänder? Ich glaube, es liegt immer nur an den Bändern, nicht am Rekorder, wenn die Kassetten schlecht wickeln. Ganz bestimmt. Oh ja, aber und Boni M. Ich komme dir entgegen. Tschüss. Pass doch auf, nicht so fummelig. Es klemmt. Ach Quatsch, gib mal hin. Kassettenrekorder hier umtauschen. Aber das ist doch ein Sonderangebot. Und Sonderangebote sind vom Umtausch ausgeschlossen. Aber wozu ist denn dann eine Garantiekarte dabei? Hier, ein Jahr Garantie. Das hat doch damit nichts zu tun. Garantie ist Garantie. Und Umtausch ist Umtausch. Und Sonderangebote sind vom Umtausch ausgeschlossen. Am besten du kommst nochmal mit deinem Vater her. Der hat doch nie Zeit. Und außerdem, wenn es ja wirklich überall dran steht... Na, gab's noch Fragen? Nein, wir wollten ihn nur umtauschen. Ah, sollte jetzt doch der Rote sein, ja? Das hättet ihr euch früher überlegen müssen. Ich darf nämlich nur original verpackte Geräte verkaufen. Wegen der Garantie. Was nützt einem die schon? Und außerdem wollten wir nicht wegen der Farbe umtauschen, sondern weil er nicht geht. Er geht nicht? Ach so, das erste Mal. Geh mal her. Ich will einen Probeband.
Warum wollte denn jetzt schon wieder gehen? Weil der gesagt hat, dass Sonderangebote nicht umgetauscht werden können. Ja, hat er denn nicht gesagt, der hat uns ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Die haben nur immer was von Umtauschen gesagt. Aber man tauscht immer was um, wenn einem etwas nicht gefällt. Die Farbe gefällt uns ja. Also wenn eine gekaufte Sache einen Fehler hat, zum Beispiel er funktioniert nur, wir haben nur einen dicken Kratzer, dann spricht man von Reklamation. Dieser Fehler wird dann behoben. Wenn das nicht möglich ist, bekommt man ein neues Gerät. Und das garantiert der Verkäufer bzw. der Hersteller. Und zwar schriftlich. Und zwar mit diesem Garantieschein. Ist das klar? Mhm. Das heißt, wir kriegen einen neuen, wenn dieser hier nicht geht. Also wenn er nicht zu reparieren ist und festgestellt wird, dass der Kunde den Fehler nicht selbst gemacht hat, dann... aber ich wollte erst mal nachschauen, was überhaupt dran ist. Vielleicht war die ganze Aufregung umsonst. Also, mal schauen. Selbst. Ja, jetzt höre ich selbst. Hier, du kannst die Tür schon mal abschließen und dann nach Hause gehen. So, dann wollen wir mal schauen, was da wirklich ist. Naja, da ist ein Schnitt in der Gummirolle, nicht? Da muss also jemand mit einem scharfen Messer nach oben gefummelt haben, oder einem scharfen Gegenstand zumindest. Aber ich habe doch nur... Claudia, du warst doch dabei. Wir haben die Kassette reingelegt, da hattest du erst noch geklemmt und dann ging es nicht mehr. So war es doch. Ja, die Geräte sind alle geprüft. So ein Gerät mit so einem Fehler wird überhaupt gar nicht ausgeliefert. Aber ich habe nichts dran gemacht. Hier, meine Freundin ist Zeuge. Ich hatte doch gar keine Kassette, deshalb habe ich meine Freundin angerufen. Ja, das nimmt uns das Werk niemals ab. Moment mal, da war doch letztens ein kleiner Junge bei dir, der hatte doch zwei Kassetten gekauft. Ja, mein Bruder, aber ich habe sie nicht spielen lassen. Ja, vielleicht hat er sie aber doch gespielt. Wie denn? Vielleicht, dass du mit mir telefoniert hast. Das hätte ich nicht von mir gedacht, dass du mich jetzt auch verdächtigst. Das verdächtig ja nicht, aber schon mal, es kann ja sein, dass dein Bruder eine dieser Kassetten gespielt hat. Und da gab es Bandsalat. Das passiert übrigens sehr leicht bei diesen billigen Kassetten. Also das Band hat sich über die Rolle gewickelt. Und dann mit einem kleinen scharfen Gegenstand, mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem kleinen Taschenmesser eben. Ja, so ein Silberner. Ja, also hat er es damit versucht herauszuschneiden. Das war ja schließlich ein Eile, oder? Ja, ich hätte jeden Anruf vom Telefon zurückkommen können. Aber der kann was erleben. Ja. Naja, ich gehe dann. Ja, geh mal. Gut. Also dann bis morgen. Wiederschauen. Sie haben vorhin gesagt, man hat Garantie, weil man den Fehler nicht selbst verursacht hat. Naja, aber eigenem Verschulden. Aber es war doch nicht meine Schuld. Aber dein Bruder. Jedenfalls nicht der Hersteller oder ich als Verkäufer. Du hättest ja ein bisschen besser aufpassen müssen. Komm doch. Es tut mir leid für dich. Aber Sie haben uns die Kassette verkauft, die an allem schuld ist. Und Sie haben auch selber gesagt, dass bei den billigen Bändern... Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, durch einen Bandsalat geht ja nicht ein ganzes Gerät kaputt, nicht wahr? Aber wenn dein Bruder die Kassette zurückbringt und wir stellen fest, dass die wirklich nicht ganz einwandfrei war, dann bekommt er natürlich eine neue, das ist klar. Der hat an allem schuld und kriegt dann noch eine neue Kassette. Zur Belohnung. Ja, für den Schaden an deinem Rekorder kommt natürlich dein Bruder auf. Also ich meine, er müsste ja dafür aufkommen. Aber nachdem er noch ein Kind ist... Ich denke, Eltern haften für ihre Kinder, also müssen deine Eltern den Schaden ersetzen? Sehr schlau, sag denen das doch mal. Also wenn das mein Bruder wäre, der müsste das bezahlen, bis auf den letzten Pfennig. 50 Mark, das kriegt er nie im Leben zusammen. Der haut doch immer alles gleich raus. Für Süßigkeit. Das muss ja nicht gleich ein ganz neues Gerät sein. Ich meine, seine Gummirolle kostet ungefähr 5 Mark, also da kommt dann halt schon eine Arbeitszeit und so Werkstatt dazu, das sind mal 20, also rund 25 Mark. Also 10 Mark kann ich dir geben, deine Eltern geben dir bestimmt auch nochmal 10 Mark oder mehr. Können Sie ja deinem Bruder vom Taschengeld abziehen. Süßigkeiten sind sowieso schlecht für die Seele.